Hallo ihr Lieben, schön, dass du wieder mit dabei bist bei einem neuen Video von mir. Heute geht es ums Thema Chaga. Ich bin Sarah, deine Expertin für die ganzheitliche Gesundheit. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das unbedingt, um ganzheitliche Gesundheitstipps nicht zu verpassen. Übrigens habe ich für dich auch den Soforthilfekurs erstellt. Soforthilfekurs für holistische Gesundheit, um nachhaltige Gesundheitsroutinen für dich zu erschaffen. Link ist in der Infobox und jetzt geht's los mit dem Chaga Powerpilz. Ja, heute geht's ums Thema Chaga, der Powerpilz, der dein Leben verändert, denn er kann wirklich sehr, sehr viel und darauf gehen wir heute ein. Ich möchte dir den gerne vorstellen. Er ist noch nicht so bekannt und ja, was kann er denn überhaupt? Gucken wir uns das Ganze mal an. Erstmal klären wir, was ist denn Chaga? Also so sieht er übrigens dort aus, so wächst er. Chaga auch als König der Heilpilze genannt und wächst vor allem auf Birkenbäumen in kalten Teilen Osteuropas. Er gedeiht in extrem klimatisierten Bedingungen, was ihn so besonders und reich an Nährstoffen macht. Seit Jahrhunderten wird er auch schon in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet. Da sehr, sehr bekannt, hier noch nicht so. Und gerade ist er für unser Immunsystem sehr, sehr potent, sehr wirkend. Chaga ist nämlich das ja, antioxidativste Lebensmittel und kann das Immunsystem dadurch natürlich auf natürliche Weise stärken. Es hilft, schädliche freie Radikale zu neutralisieren und unterstützt den Körper dabei auch, sich gegen Krankheiten zu wehren. Ich liebe den Chaga, er schmeckt auch einfach sehr, sehr lecker, in zum Beispiel Tees. Als Speisepilz ist der Chaga eher nicht geeignet. Aber auch gerade mein Thema, was ich euch immer gerne mitgeben möchte, zur Krebsprävention. Ein besonders spannender Aspekt nämlich von Chaga ist seine potenzielle Wirkung bei der Krebsprävention. Studien zeigen nämlich, dass der Chaga die Produktion von Entzündungshemmenden Zytokinen fördern kann, die das Tumorwachstum hemmen. Die enthaltenen Beta-Glucane stärken das Immunsystem und verringern das Risiko von Krebszellen. Alles das, was wir natürlich haben möchten, gerade das Thema Brustkrebs liegt mir sehr am Herzen. Und dadurch kann man natürlich auch viel, viel machen durch die Ernährung, Integrierung solcher tollen Antioxidantienmittel. Er hat auch eine wundervolle entzündungshemmende Wirkung. Entzündungen sind nämlich die Wurzeln von vieler chronischer Erkrankungen. Und Chaga enthält Polysaccharide und Triterpene, die stark entzündungshemmend wirken. Damit kann er helfen, Entzündungen im Körper zu reduzieren und Krankheiten vorzubeugen. Genau, aber auch für die Verdauung und den Darm und den Detox ist der Chaga wirklich, wirklich wertvoll. Denn Chaga fördert die Verdauung, kann den Körper bei der Entgiftung unterstützen. Wir haben ja einen natürlichen Entgiftungsmechanismus. Unser Körper ist ja schlau. Er kann natürlich entgiften, aber wir haben so viele Umweltfaktoren heutzutage auch. Da müssen wir unserem Körper auch so ein bisschen helfen und unterstützen, damit wirklich alles rauskommt. Und es ist natürlich keine Entgiftungsprotokoll, aber er schafft schon eine ganze, ganze Menge, da einfach auszuleiten. Und durch die antioxidativen Eigenschaften hilft dem Körper, Schadstoffe effektiv nämlich auszuscheiden. Und ja, auch gerade bekannt für die Verbesserung der Hautgesundheit, ja, aufgrund der Melaninbildung. Die Antioxidantien im Chaga können auch deiner Haut zugutekommen. Sie schützen die Haut vor Schäden durch freie Radikale und können sogar bei der Behandlung von Hauterkrankungen, Akne oder Ekzeme helfen. Und was ich dir auch noch mitgeben möchte, gerade auch im Sommer trinke ich gerne einen Tee, einen Chaga-Tee oder auch als Extrakt. Warum nehme ich das auch speziell im Sommer ein? Erstmal wegen den Antioxidantien. Der Körper ja, den Körper müssen wir ja auch schützen vor der Sonneneinstrahlung, beziehungsweise ich nehme keine Sonnenschutzmittel. Ich versorge meinen Körper von innen nach außen. Und das kann man zum Beispiel auch mit dem Chaga präventiv gut machen. Also ich komme damit sehr, sehr gut in Deutschland. Klar, im Urlaub ist natürlich noch eine andere Sonneneinstrahlung.
Aber es funktioniert bei mir sehr, sehr gut. Noch mit ein paar anderen Ergänzungsmaßnahmen. Aber der Chaga hat halt auch auf natürliche Weise so einen kleinen Sonnenschutz und schützt die Haut und ja, macht sie auch schön aufgrund der hohen Antioxidantien. Genau. Und Chaga im Alltag, also du kannst zum Beispiel, wie ich gerade gesagt habe, dir einen Tee machen. Wie machst du einen Tee? Es sind ja so eine Brocken, wie du am Anfang gesehen hast, Chaga-Brocken. Nimmst du den Wasserkocher, kochst das Wasser im Wasserkocher, dann legst du den Chaga-Brocken in einen Topf, übergießt ihn mit dem heißen Wasser und lässt ihn dann auf dem Herd auf Stufe 1 bis 2 ungefähr nicht köcheln, sondern ganz langsam erwärmen und ja, so die konstante Temperatur, damit sich die konstante Temperatur hält. Und dadurch entfaltet er nämlich seine Wirkung und ist geschmacklich natürlich auch sehr, sehr wertvoll dann. Aber wenn du noch zum Beispiel Nelken oder Zimtstangen hinzufügst, hat er dann auch noch diesen anderen Geschmack von den Gewürzen. Sehr, sehr lecker, wohltuend und gerade jetzt in der Herbstzeit auch wirklich, um das Immunsystem zu stärken. Perfekt. Gibt aber auch Chaga als Pulver, Kapseln oder Extrakt. Ich nehme es zum Beispiel auch als Extrakt pur, kannst du auf dem Löffel. Achte da mal auf die Qualität natürlich von Chaga. Es sollte eine Bioqualität sein. Und so lässt sich das ganz, ganz einfach in deinen Alltag integrieren. So sieht der Chaga aus, ein bisschen verschwommen. Ich habe dir jetzt in der Infobox auch noch eine hochwertige Firma verlinkt. Mit meinem Rabattcode sparst du da auch ordentlich. Nochmal für die Produkte, du kannst sie ausprobieren und lass gerne in den Kommentaren mir da, ob du überhaupt schon mal Erfahrung mit den Chaga-Pilz, Heilpilzen, Vitalpilzen gemacht hast. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir doch einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, um keine wichtigen, ganzheitlichen Gesundheitstipps zu verpassen. Und dann sehen wir uns bald im neuen Video.